So, dann sind wir wieder zurück. Erstmal schön Pokémon hintergehen. Wo waren das überhaupt? Gott, so viele Strafen hier. Okay, wir gehen erstmal nach ganz unten und gehen einfach eine nach der anderen ab. Ja, Mädel. Nee, ah doch. Alles gut. Das gerade ist der Markt. Jo, na dann. Trinke ich meinen Kaffee, die halt meine Pokémon. Easy. Hallo? Wow. Was wollte gerade mit VR? Mit VR? Alter. So, jetzt. Ich wollte gerade mit WASD steuern. Ja, ist aber natürlich klicklich gescheitert. Mal gucken, vielleicht stelle ich mein Pokémon-Emulator auch irgendwann mal auf WASD um. Weil alle anderen Spiele, die ich habe, spielen halt mit WASD, ne? Von daher. So, dann wollen wir mal in die Arena gehen. Okay, das ist die Arena mit diesen ganz vielen Teleportern. Habe ich darauf Bock? Eigentlich eher nicht so. Wir bleiben einfach mal rechts. Oder links. Gott, so viel. Alter, warum hat jeder um vier Teleporter? Ich werde mir nie im Leben merken, wo ich war. Also, ne, oh, das war gerade. Falsch rum? Kann jetzt einfach mal irgendwie mein Ende sein hier? Dreh ich mich gerade im Kreis oder was? Das muss einfach mal aufhören. Ah, sehr schön. Alter. Vor allem, stell dir mal vor, ich hätte jetzt auch noch jeden Trainer besiegt. Der hätte ich doch vergessen, wo ich kam und hätte mich erst recht komplett verirrt. Aber eigentlich wäre halt jeder Trainer mitzunehmen, wäre halt eigentlich ein schönes Training. Aber wie gesagt, bei den Teleportern, da würde ich mich einfach nur noch verirren. So bekloppt. Na egal. Eine Vision hat in deiner Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Schließlich habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, weise ich dir meine Kräfte. Das ist doch diese... Gott, wer heißt die Alte? Da kommt er gleich. Sabrina, genau. Und die ist übrigens im Anime... richtig geil gemacht, also wirklich. Ich liebe sie. Also. Direkt mal Abra hier. Ich meine, eigentlich kann Abra nicht aus der Teleporter, aber der kann garantiert noch mehrere Sachen attacken, weil er schon Level 50 hat. Alter, schon Level 50, holy shit. Oh, ja, E nicht drücken, E ist Speed. Ich glaube, ich mache hier am besten immer Schlafpuder direkt. Blitz? Warum hat keine Wirkung? Geht Schlafpuder allgemein nicht, oder? Ah, okay, nee, ich hatte einfach nur zweimal Pech. So. Sehr schön, und jetzt einfach mit Konfusion. Konfusionieren. Ach, das dauert eh ewig, ja. Was? Hä? Warum willst du das andere unternehmen? Das geht doch. Oh, ist aufgewacht? Dann nochmal Schlaf, oder? Aber er schläft. So. Dann ist nochmal hier Psychstrahl. Nein! Alter! Was ist los? Wurde ich irgendwie verwirrt oder sowas? Nee, ne? Eigentlich? Voll. Aber konnte der. Achso, Gott, doch. Hat der Blitz eingesetzt? Hat Blitz eine verwirrende Wirkung? Glaube ja. X-Abwehr. Achso, okay. X-Abwehr. Vielleicht sinkt das meine Verteidigung. Also. Ja. Passt. So, auch jetzt hier wieder Zielstrahl. Auch wenn ich nur noch 10 AP habe. Nein, es. Oh Gott.
Wow. Klar, hat natürlich direkt Volltreffer. So, jetzt pennen wir hier eine Runde. Nein! Was? Wieso keine... Oh Mann. Schlaf doch mal eine Runde. Komm, wir brauchen keine Wirkung mehr. Da haben wir so viel Pech haben. Geht doch. So, wie viele Pokémon kommen noch? Ich hab doch erst Level 63. Und noch eins? Oh Gott, das wird doch nie im Leben was. Nein, aufgewacht. Nein! Das hat keine Wirkung! Alter! Ich hab keine AP mehr bei Schlaf. Ja klar, ging dann. Ja, leck mich doch. Okay, wir werden verlieren. Ja. Warum geht's da daneben? Okay, zum Glück mal Pokémon Game Boy resetten. Easy. Ach komm, leck mich. Mach mehr hier. So, Pokémon Center war ganz unten, ne? Ja, da. So, wie war das? Einfach hier immer auf einer Seite bleiben, ne? Gegen die anderen haben wir jetzt aber schon gekämpft, oder? Ja. So, da hoch, da hoch, da runter, da hoch. Ja, schade. Da runter. Einfach immer auf einer Seite bleiben. Irgendwann komme ich so an. Frage ist nur wann. So, halt. Ja. Egal, einmal Konfusion und weg. Eieiei. So, das ist das nächste. Hab noch 13 AP. Ah, fuck you. Was? Die Schummel, kann das sein? Egal. Nein? Nein? Wieso denn schon wieder nicht? Was ist denn hier los? Ich hab doch noch gar keinen Blitz abbekommen. Na komm, jetzt mach. Feierabend hier. 63. Tja, mal gucken, ob wir jetzt Simsala besiegen. Wir haben leider kaum noch AP bei Psystrahl. Das wird nie im Leben was. Warum hat der so viel X-Abwehr? Hat der so geklaut? Hortet die das? So wie manche gerade Klopapier horten? Oh, das muss Konfusion herhalten. Ich hab noch 4 AP bei Schlaf. Sollte reichen. Außer wenn es jetzt noch viermal aufwacht, dann natürlich nicht. Na komm. Ja! Alter! Sindala wurde besiegt. Oh, 2000 EP immerhin. Naja, wenigstens direkt beim zweiten Versuch.
Beim ersten Versuch wäre es schöner gewesen, aber naja. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ja, das hast du nicht vorausgesehen, ne? Dass ich beliebig oft neu laden kann. Ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ja, erzähl doch nicht, Sumpforden. Warum Sumpforden? Wow. 5000 Yen? Das ist mal gut. Also, das ist mal richtig gut. Das wären zwar immerhin gerade mal 30 Euro, aber 30 Euro haben oder nicht haben. Ne? So. Ja. Wir können das Pokémon mit Level 70 haben, schön und gut. Nehmen dieses TM, TM 46, was ist das? Zielwelle. Die macht übernatürliche Strömungen zunutze. Ja, wenn du das sagst. So, gehen wir den gleichen Weg wieder raus, wie wir hergekommen sind. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist ein langer Weg, alter Palo. Wir sind jetzt gerade im Kreis. Da hau ich die. Oh. Alter. Geht doch. Ich will nicht mehr. Das ist eine Arena, Alter. Nee. Ja, und das ist nämlich auch der Grund, dass wir später vor der Liga auch auf jeden Fall unsere anderen unsere anderen Pokémon leveln werden. Damit wir nämlich, weil, wie gesagt, die Top 4, die haben, soweit ich weiß, nahezu alle Typen. Das heißt, die haben auch Psycho-Pokémon. Und na, wie man gesehen hat, Psycho gegen Psycho ist nicht sehr effektiv. Das heißt, wir brauchen dann quasi ohne Pokémon von einem anderen Typen. Was mache ich hier gerade? Ja. Nun ist es ja aber tatsächlich scheinbar so, dass wir unsere Pokémon überhaupt nicht behalten, sondern wie gesagt die ganzen legendären Pokémon noch sammeln werden. Hier. Alter, weg da. Weg. Von daher. Aber eben, wir brauchen später auch noch andere starke Pokémon. Ich meine, klar, wir können natürlich auch mit Psycho-Pokémon versuchen, so wie jetzt gerade, einfach denn immer den neu laden. Ja, würde funktionieren, aber ganz ehrlich. Es muss ja nicht sein. Wann habe ich jetzt eigentlich mit der Aufnahme begonnen? Ja, okay. Dann brauche ich noch ein bisschen. Komm hier jetzt jederzeit wieder vorbei. Das werde ich tun. Ja, kann ich bitte laufen? Ach, Alter, ich habe schon wieder FASD benutzt, Alter. Oh. Das gibt eine Katastrophe. So, das heißt, jetzt haben wir hier. Wir waren das komische Haus drinne. Hier sind irgendwelche Häuser. Wobei, nee, waren wir schon in den Häusern drinne? Ich weiß es nicht. Hier geht's runter in die andere Stadt höchstwahrscheinlich. Wir gucken mal in so ein paar Häuser rein. Gucken, ob wir hier schon waren. Ob mir das bekannt vorkommt. Da. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Was? Es gehen die ersten Leute irgendwelche random Scheiße über was? Geh mal weg hier, Alter. Verpiss dich mal. Aber ja, wir waren hier offensichtlich noch nicht. Gut, dann gucken wir uns mal hier um. Das ist das große Haus, genau. Okay, ach komm, die Häuser hier haben alle keine Türen. Leck mich am Arsch. Was ist mit den Häusern? Mit den Häusern los hier? So, damit sind wir jetzt in der nächsten Stadt. Jetzt muss man dazu gucken. Waren wir schon im Leuchtturm? Doch, da waren wir schon drinne. Wir haben das Silphscope bekommen. Alter, muss man dazu gucken. Echt, wir haben 6 Orden. Dann fehlt uns ja quasi bloß noch 2. Hä? Haben wir schon die ganzen VMs? Zerschneider, Stärke, Blitz, Fliegen. Ja, wir haben schon alle VMs. Cool, wir sind ja quasi schon fast durch. Warum sagt mir das denn keiner?
Dann könnten wir jetzt tatsächlich in der nächsten Folge anfangen, uns auf die Suche nach den ganzen legendären Pokémon zu begeben. Wäre das eine Idee? Wäre das eine arschgeile Idee? Ach, das wäre eine richtig arschgeile Idee. Wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt mit Mewtwo an, oder? Ich meine, wir haben jetzt gerade den Meisterball sowieso in der Tasche. Der würde ich jetzt mal sagen. Würde ich aber trotzdem vorher nochmal, wo bin ich jetzt gerade? Achso, ich bin gerade aus der Stadt rausgegangen. Mal schnell unsere Items alle wegpacken. Wo war das Pokémon Center? Ne, das war ganz unten. Pokémon Center, wo bist du? Da bist du. So, dann packen wir mal ganz kurz die ganzen Items da aus, die wir da mit uns rumschleppen. Nein. Danke. So, PC von Ash. Item ablegen, und zwar Türöffner brauchen wir nicht mehr. Übertragen brauchen wir auch erstmal nicht mehr. TMs, haben wir die ganzen TMs immer abgelagert oder haben wir die mal verkauft? Ne, wir haben die immer abgelegt. Okay, gut. Dann können wir die beiden TMs auch ablegen, was auch immer das sind. Also einmal war ja Psywelle und bei dem anderen können wir mal ganz kurz gucken, was das ist. Item. Psychokinese, Alter. Zwei Psycho-Pokémon-Attacken. Also zwei Psycho-Attacken. Nein, Mann. Weg. So, Item ablegen, TM. Was? PC ist voll? Scheiße. Da müssen wir wohl was verkaufen. Gegengift, Angel, Sonderbomben, TM. Wir haben jetzt massig TMs, ne? Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir die ganzen TMs verkaufen. Einfach just for fun. Ach komm, ich lass. Nein! Ach, ich wollte keine Sonderbonbons mitnehmen. Du Hure! Ablegen. Sonderbonbon. Weg damit. Gar keins. Weg. So, die Meister brauchen wir nämlich jetzt. Dann gehen wir jetzt Mewtwo holen. Und Mewtwo war in der Stadt, wo Misty war. Das heißt, wir müssen nach da. Genau, hier ist die blaue Stadt. Dann, so, dann latschen wir mal nach da oben, genau da, wo der Typ da... Da kommen wir doch gar nicht rein. Warum ist denn da der Typ davor? Was will der von uns? Okay, dann machen wir es doch anders. Pokémon, Taubsi, fliegen. Dann gehen wir doch erstmal zu dem letzten Arenaleiter, also zu dem vorletzten Arenaleiter. Scheinbar müssen wir dann doch erstmal alle Arenen besiegen, bevor wir da in die Höhle können. Sehr hässlich. So, Shiki Surfer. Gut, achso, das sollten wir aber erstmal. Hallo, ich würde ganz in. Da. Nein, ich möchte eigentlich nur ins Menü. Sicher. So, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.